Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys. Heute gibt es den lang ersehnten ersten Teil des Kastenwagenausbaus und jetzt geht's los. So, hallo, wie man sieht, ich bin in der Tiefgarage und in der Tiefgarage wird ausgebaut der Wohnmobil-Tiefgaragenausbau quasi. Und heute geht es los, heute machen wir den Bogen. Das heißt, als allererstes muss mal alles raus, was drin ist und was da nicht reingehört. Und das muss jetzt weg. Als allererstes fliegen diese ganzen Halteschrauben fliegen jetzt erstmal raus. Kleiner Tipp vorher, wenn ihr die rausmachen wollt oder egal was ihr ausbauen wollt, guckt immer, dass ihr vorher den richtigen Schraubenzieher zu Hause habt, sonst ärgert ihr euch nur. Als nächstes fliegt der Boden raus. Guckt euch den am besten schon vorm Kauf an, wie der befestigt ist. Ist der verklebt? Ist der genietet? Ist der verschraubt? Oder sonst irgendwas? Bei mir ist es so, der Boden ist komplett lose. Das Einzige, wo er befestigt ist, ist hier mit Korkschrauben. Die muss ich lösen, dann die Abdeckung wegnehmen. Und dann sollte rein theoretisch der Boden ohne Probleme rausgehen. Und jetzt sollte der Boden eigentlich ohne Probleme rausgehen. Wie man sieht, der Boden ist raus, ging auch ziemlich einfach. Ich habe extra beim Kauf darauf geachtet, dass er weder verklebt, verschraubt, genietet oder sonst irgendwas ist. Und wie man vielleicht auch schon gesehen hat, der Boden war klappbar. Das ist natürlich die optimale Lösung. Also besser geht's gar nicht. Und der ist eigentlich relativ sauber, aber noch nicht wirklich dreckig, pfui. Daher geht es jetzt erstmal ans Saubermachen und ans Putzen. Die seitliche Trittstufe fliegt auch mal raus, aber nur zum Saubermachen. Ich glaube, die werde ich behalten, weil die ist wirklich cool und die ist auch genau eingepasst. Aber vielleicht werde ich sie dann irgendwann auch mal durch Holz ersetzen. Drei kleine Schräubchen und raus damit. Und man sieht schon, es war eine gute Idee, dass ich die mal rausmache zum Saubermachen. Sieht ziemlich scheiße aus drunter. Erst wird gekehrt. Hier sieht man schon, was hier für ein Dreck zusammenkommt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt genau sieht, aber das ist schon einiges. Und das nach einem Jahr. Und hier sieht man schon, nach einem Jahr hat sich doch auch schon einiges angesammelt. Aber es ist nichts gerostet, es ist nichts kaputt oder sonst irgendwas. Ich bin sehr zufrieden. Und nach dem Kehren wird geputzt. Meine absolute Lieblingsaufgabe. Wie man hier zum Beispiel sehen kann, das ist irgendwie auch so schmieriges, ekliges Zeug. Daher sollte man immer
irgendwas Fettlösendes nehmen zum Reinigen? Ich für meinen Teil mache es mir ganz einfach. Ich nehme einfach ein Spüli. Das ist auch fettlösend. Das kippe ich da rein. Nicht geizen. Ja? Und ich glaube, das ist die einfachste und günstigste Variante. Und wie man jetzt erkennen kann, das mit dem ganz normalen Spüli hat super geklappt. Der Boss ist jetzt wieder porentief rein. Auch diese Fettrückstände hier, die waren überhaupt kein Problem im Spüli. Im nächsten Schritt überlege ich mir, wo die Unterkonstruktion hinkommt. Ich habe hier kleine Rillen und ich habe hier breite Rillen. Die Rillen hier haben eine Höhe von ungefähr 1,5 cm und hier oben drauf soll ja auch noch das Armaflex, weil der Fußboden wird ja auch noch gedämmt, der hat 19 mm und daher, wenn ich hier die Latte reinlege, gleiche ich das aus. Hier auf der Höhe habe ich noch mal 1,9 mm nach Adam Riese. Und dann dürfte das ungefähr die gleiche Höhe werden. Als nächstes für die Unterkonstruktion muss ich die Bretter ja zurechtschneiden. Das heißt, ich messe hier die Länge von hier hinten bis hier vorne. Weil hier vorne sieht man zum Beispiel, hier ist so ein kleiner Übergang. Ich möchte aber, dass der Boden gerade wird. Also stöckel ich hier die Leiste und mache hier hinten weiter. Ich behaupte mal, das ist jetzt nicht schlimm, wenn man die Leisten stöckelt. Ich möchte einfach, dass der Boden ganz gerade wird. Und wenn ich es ausgemessen habe, schreibe ich es mit dem Stift auf meine tolle Tafel, denn ich kann mir auch nicht alles merken. Ganz wichtig, hier ist der Einstieg. Das heißt, hier vorne wird ja immer drauf getreten. Also mache ich mir hier vorne genau eine Leiste an den Einstieg. Das heißt, hier, wenn es in der Luft schwebt, also hier vorne, da wo man drauf tritt meistens, dann kann es sein, dass die Kante abbricht. Vergesst mir auch die Ecken nicht. Die Ecken, wenn frei in der Luft schweben und da kommt irgendein Gewicht drauf, kann es sein, dass hier vorne euch die Ecke wegbricht und das wäre natürlich total ärgerlich. Das Gleiche gilt natürlich für hier. Hier ist auch so eine kleine Aussparung, eine kleine Ecke verboten, die, wenn frei schwebt, da kommt irgendein Gewicht drauf, kann es euch sein, dass die Bodenplatte euch hier einbricht. Ich habe das bedacht. Ich habe mir jetzt alles schön aufgeschrieben. Jetzt werde ich mal die Latten zurechtsägen, werde die ganze Nummer mal reinlegen und dann schaue ich mal, wie es aussieht. So, fertig zugeschnitten. Ich denke, dass ich auf jeden Fall genügend Fixierungspunkte habe. Auch hier die Ecken, wo ich vorher angesprochen habe, dass die abbrechen können. Und da hinten natürlich den Einstieg. Bevor es jetzt ans Einkleben geht, solltet ihr euch vorher noch was herrichten, um die ganze Sache dann zu beschweren. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meine alten Gewichtsscheiben. Gehen aber auch Ziegelsteine oder irgendwas Schweres, was ihr findet, und ein paar Bretter natürlich. Ja? Um das zu beschweren, dass während der Trocknungszeit
es sich nicht hebt. Lasst einfach alle Hölzer drin, so wie sie reingehören, und dann einfach kurz auf die Seite legen. Dann wisst ihr auch genau, wo ihr den Kleber auftragen müsst. Und fangt am besten in einer Ecke an, ganz hinten im Eck, wo ihr gar nicht rauskommt, weil sonst kann es sein, dass ihr euch vielleicht einspielt. Ja? Nehmt einfach das Brett weg, ungefähr so, legt es daneben, dann seht ihr auch genau, wie ihr kleben müsst. Und dann hier einfach auftragen. Es geht ein bisschen schwer, ist ein bisschen zart, ein bisschen zähflüssig. Deswegen sollte man es dann auch beschweren. Okay, dann die Latte nehmen, drauflegen und schon mal ein bisschen andrücken, mal kurz draufsteigen, so, und dann die nächste. Okay, jetzt ist die Hälfte ungefähr geklebt, dann mache ich jetzt Pause, habe die Bretter schon draufgelegt und jetzt beschwere ich die ganze Sache noch mit Gewichten. Ich habe 100 Kilogramm, vorne 50. Hinten 50, und dann wird das wohl halten. Jetzt noch hin und fertig. Ach, sehr gut. Aber gefällt mir gut. Ich glaube, das wird was. Ihr seht, ich habe jetzt noch die letzten Bretter drauf getan und mit Gewichten beschwert. Und jetzt wollte ich bis hierhin noch mal kurz was zu den Kosten sagen. Und zwar das Holz hier unten, die Planken. Die haben 40 Euro gekostet. Hier. Ich habe jetzt wirklich fast zwei von diesen Tuben gebraucht, von dem Kleber. Also ihr seht, so viel ist noch übrig. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Eine Tube kostet 12 Euro. Und das war es eigentlich schon bis hierher. Mal Putzmittel, mal 3 Cent Priel. Ja? Aber sonst gibt es hier noch was. Und zwar diese Dinger. Diese Billigfummeldinger. Ich habe jetzt nicht das Billigste gekauft. Ne? Aber das hängt schon wieder, das ist eigentlich schon wieder im Arsch. Naja, egal. Gut, also wir lassen das trocknen bis morgen. Und morgen machen wir dann hier zwischendrin Hammerflex und die Bodenplatte drauf.